Da bin ich wieder und diese Woche gibt es leider doch noch kein LBM-Video, weil ich noch nicht fertig damit bin, das zu schneiden, weil ich mir zuvor kein richtiges Konzept gemacht habe, was bei dem Elbenwald-Video kein Problem war, weil das nur ein Tag war und ich das im Prinzip auch so geschnitten habe, wie ich es aufgenommen habe, aber bei der LBM sind es ja 4 Tage gewesen und ich habe an jedem Tag unterschiedlich viel Material aufgenommen. Und mir dabei halt nicht so großartig einen Kopf gemacht, wie ich die dann später zusammenschneide. Und ja, deswegen sitze ich da jetzt noch ein bisschen dran. Ich habe zwar jetzt alle Ausschnitte schon mal irgendwie geschnitten, so wie ich sie einfügen möchte, aber jetzt muss ich halt gucken, wie ich sie irgendwie zusammenbringe, dass das irgendwie nicht ganz komisch aussieht. Und ja, deswegen sitze ich da noch dran und werde das dann höchstwahrscheinlich erst nächste Woche hochladen. Aber damit es die Woche nicht komplett ruhig ist, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass theoretisch das Elbenwald-Gewinnspiel vorbei wäre. Denn tatsächlich, ich habe jetzt mittlerweile über 25 Abonnenten. Hui! Und ja, habe aber gesehen, dass tatsächlich noch nicht wirklich weitere Leute bei dem Video gepostet haben. Also da irgendwie noch einen Kommentar geschrieben haben, dass sie halt gerne gewinnen wollen. Ich fände es aber auch ein bisschen blöd, das Gewinnspiel nur mit den theoretisch 2 Personen, die jetzt dran teilgenommen haben, zu machen, weil das ja irgendwie schon ein bisschen blöd wäre, wenn ich doch schon jetzt über 25 Abonnenten habe, dann die anderen Abonnenten alle auszuschließen. Deswegen wollte ich das jetzt so machen, dass ich euch nochmal 2 Wochen Zeit gebe. Das heißt, in 2 Wochen werde ich dann das Video drehen für das Gewinnspiel und bis dahin habt ihr halt jetzt Zeit, nochmal euch zu äußern, ob ich irgendeinen Teil aus der Tüte, die hier liegt, die ich jetzt nicht nochmal auspacken werde, weil das habe ich ja schon jetzt in 2 Videos gemacht, ob euch da irgendwas interessiert. Und wenn euch ein bestimmter Gegenstand interessiert, dann schreibt das halt in die Kommentare, von mir aus auch hier in dem Video, aber am liebsten in dem Elbenwald-Video, weil dann einfach alles kompakt zusammen ist. Wichtig ist halt, dass ihr mich abonniert habt und eben dieses Kommentar schreibt, damit ich das halt irgendwie 1 und 1 zusammenpacken kann. Genau, ich wollte es dann am Ende so machen, dass ich die Kommentare, die wirklich für einen Gegenstand sind, eben für diesen Gegenstand auslose. Und die Gegenstände, die dann etwas unbeachtet geblieben sind, würde ich dann einfach an meine kompletten Abonnenten auslosen. Also, dass ich halt die Namen der kompletten Abonnenten in eine Box werfe und da halt einen Namen rausziehe für die übrigen Items. Aber die Items, die halt benannt werden, was aktuell nur das eine Batman-Item ist, die würde ich dann eben an diese Personen auslosen, die halt auch extra sich gemeldet haben, weil ich das sonst ein bisschen unfair fände, wenn ich das jetzt nur an die ganzen Abonnenten mache. Also wenn euch noch was aus der Tüte interessiert hat, sind ja schon eigentlich ein paar ganz coole Artikel dabei. Ich meine, selbst wenn die T-Shirts euch jetzt zu groß sind oder so, kann man die immer noch als Nachthemd tragen. Von daher, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr da auf jeden Fall noch einen Kommentar hinterlasst bei dem Elbenwald-Video. Wenn ihr sowieso schon Abonnenten seid, ist es ja nicht mehr so viel. Ihr müsst jetzt auch nicht großartig schreiben, das Video ist so super oder sonst was. Es geht einfach nur darum, dass ihr halt schreibt, hier, ich würde mich für diesen und diesen Artikel interessieren. Genau, und dann werden die halt ausgelost. Ja, wie gesagt, dafür habt ihr noch 2 Wochen Zeit. Vergesst das nicht, wenn ihr da noch dran interessiert seid. Ja, ich glaube, das war es dann auch schon soweit. Es wird heute ein sehr kurzes Video. Ja, ansonsten ist bei mir jetzt auch gerade nicht so viel los. Ich hatte heute überlegt, weil so ein tolles Wetter war, in den Zoo zu gehen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Aber ich denke, ich werde demnächst auf jeden Fall irgendwann mal in den Zoo gehen, weil ich momentan total Bock habe bei diesem Wetter. Und ja, da werde ich, denke ich, auch mal irgendwie ein Video machen. Aber das kommt dann ein andermal. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, auch wenn es jetzt nur so ein kurzes Zwischenvideo war. Aber ja, ich wollte halt schon gerne nochmal alle darauf hinweisen, dass sie, wenn sie eben an irgendwas aus dieser Tüte interessiert sind, eben dann nochmal nicht das Kommentar vergessen, weil das wäre ja schon schade. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die, ich glaube, es sind jetzt sogar schon knapp 30 Abonnenten. Ich bin total happy, dass ich dieses erste Ziel erreicht habe. Das nächste Ziel werden dann die 100. Und ja, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ihr dürft mir natürlich auch immer gerne Kommentare schreiben. Ja, ich werde jetzt demnächst wieder ein paar neue Videos drehen, weil jetzt die Videos, die ich schon im Januar gedreht hatte, bald langsam alle sind. Und ja, das heißt, es kommt dann bald auch endlich mal neues Material. Und
ja, falls ihr davon mehr sehen wollt, dürft ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und ja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!